Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Lauf mit dem Marsch. Wir werden jetzt auf Feld 3 das Gras mähen, zu Schwatt, damit wir gleich zum Ball pressen können. Hoffen wir mal, dass bei Regen auch funktioniert. Denn wir haben hier ein kleines Problemchen. Ups. Wir haben jetzt Tag 3 im Frühling. Das heißt, wir müssen gleich im Anschluss noch pflügen und dann die Aussaat noch einbringen. So. Dazu werden wir hier einen Kurs kopieren. Das heißt, mal einen Kurs finden. Das heißt, auf gut Deutsch, wir müssen jetzt schauen, dass wir jetzt auf rechts, er muss links arbeiten. Rechts passt, passt. So. Mal schauen, dass auch alles eingestellt ist. Aktiviert. Das ist ein Chain 2-2. Ja, hat er. Gut. Das klappt schon mal. Jetzt gehen wir runter auf 1, weil wir Zeit brauchen dafür. Wir werden auch düngen müssen wir noch. So. Dann werden wir gleich den einen nehmen für. Ja, kopieren. Den nehmen wir zuerst. Aktiviert. Rechts, du musst links fahren. Dass die jetzt Probleme macht mit der scheiß Kurverei hier. Na ja, gut, er fresst wenigstens. Ja. Das ist das Problem mit mit Schaf. Scheiße. Scheiße, Entschuldigung. Ja, das blockieren sich beide gegenseitig. Wenn wir auch kurz deaktivieren. Natürlich ist es hilfreich, wenn er jetzt hier gleich mal den nächsten Ballenpresse aktivieren. Also der Flug. Eine reine Arbeit mit 4 Fahrzeugen. Das ist jetzt der Fendt. Immer der Fan ist.
So, schauen wir mal. Rechts, rechts passt. Verband. So. Natürlich ein bisschen umfangreicher, weil wir jetzt warum muss ich jetzt daneben? Schlecht. Weil er ja 10 Meter hat und er jetzt weniger macht, ist er nicht auch. Ah, ja, gut. Das heißt, wir müssen ein bisschen seitlich. Ob man das klappt. Nicht ganz. Aber wir pendeln ein bisschen ein. Gut, der andere mal kommen. Ja, Bäume sind schlecht hier. Ich meine, das ist natürlich eine Heidenarbeit für Cosplay. Wir müssen natürlich schauen, dass wir das entsprechend in der Folge fertig kriegen, beziehungsweise fließend übergehen in der zweiten Folge. Sonst wird das nichts. Also wenn wir das nächste Mal so machen, dass wir die richtige Meterzahl nehmen, also 10 Meter entsprechend. Auch fertig jetzt rückwärts. Ja, wegen scharf, ne? Das gibt natürlich Probleme in dem Sinne, weil natürlich Verluste einfahren, weil er nicht optimal fährt. Naja, gut. Hoffen wir mal das Beste, ne? Wir müssen ein bisschen rüberschieben. Das ganze Gras aufnimmt. Wir müssen nicht mal wieder anderen Modus wählen. Weich. Mal schauen, ob er jetzt alles aufnimmt. Denn wenn so viel liegen bleibt, ist ja auch entsprechend Verlust, ne? Na, jetzt geht's.
wenn wir gleich um den LKW nehmen und gleich die Ballen aufnehmen. So, aufladen und geht schon, Gas. So, machen wir ein Licht machen, um uns zu sehen sind hier. Also im Grunde ist beides gleich schwer. Die Farbe der Ballen hat so keine Bedeutung. Ich wollte nur noch mal grün nehmen und weiß. Die waren halt so, ne? Wir müssen nun die Ballen gleich wegschaffen, damit sich später beim den nächsten Fahrzeug wird nicht blockieren. Besonders, wenn es ja hoch runter geht nachher, ne? Der wäre ganz schön, wenn er anhalten würde, aber das sieht nicht so aus. Obwohl, die könnten ganz gut vorbeifahren, das wäre nicht das Problem. Die stören sich weniger, solange keine Ballen liegen, ne? Der RGB hat schöne Wenderadius, dank dass beide Achsen lenken, ne? Komm, bitte, 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 nein, nein, nein! Ja. Blöde ist dabei, der nächste kommt auch bald wieder. Und dazu kommt erstmal mähen und dann nachher weiter. Na, lass mich hinterher fahren. Na, Maus bist du. Ja, das ist gut. Maus ist nicht gut, wenn die außerhalb ist. Wegen der Lenkung. Na, klapp auf. Na, noch die Lenkung vorhanden, also der Widerstand. Und ein bisschen vorauslaufen lassen. Ja, mit scharf ist keine gute Lösung, in Anführungszeichen. Na gut. Muss dem einstellen. Na, lass mir jetzt den Vorlauf.
Wir müssen immer die mit dem Mähen Vorlauf lassen. Und da stehen die Ball im Weg. Ich glaub's nicht. Ja. Ein bisschen zu viel. Natürlich, wo ist der Ballen? Vorne. Ja. Aber gut, das kriegen wir irgendwie hin. Dass wir also, nächstes Mal werden wir erst mähen und dann nachher die Ballen pressen. Das ist, glaube ich, aber klüger. Die nächste Einnahmequelle, die wir haben, ist immer Silage. Na. Da fährt er nun zurück. Können wir dessen mal ein bisschen alleine was fahren? Was wir am Anfang nicht geschafft haben. Das meiste jedenfalls nehmen wir gleich mit. Was er ihm ausspuckt. Gut. Tja, gute Frage, wo war er stehen geblieben, ne? War es der erste oder der zweite? Oder war hier? Das war, glaube ich, hier, die Bahn hier. Müsste aber auch kurz klar erkennen sein, rechts oder links. Der war rechts. Nehmen wir hier vorne gleich mit, das macht er sowieso nicht ordentlich. Also nächstes Mal die Originalbreite nehmen, um 10 Meter. So. Weil normalerweise sind die Mähen ja schneller als mit Ballen pressen, ne? Aber das ist schon normal. So.
Im Extremfall, wenn zu viel liegen bleiben sollte, der muss ich halt nochmal mit dem Schwad übergehen. Ausnahmsweise, der scheint die richtige Bahn zu haben. Scheint so. Noch so andere, der Fendt. Vorne. Mal gucken, was jetzt hier drauf steht, abgeerntet oder Graswachstum 1. Reiner Neugier. Ich werde das sowieso umflügen, aber abgeerntet. Na gut. Ja, da geht ja schon los. Aber die haben jetzt zum Glück nur gestreift. Ah, dann lasse ich nur einfügen. Das fällt mir zu klein so. Beim großen Feld, da fällt das nicht auf. Da ist das nicht so tragisch. Da. Da können locker zwei arbeiten. Obwohl 3 alles groß ist, aber im Verhältnismäßig her hast du 4 Fahrzeuge. Wenn nur 2 gemäht hätten, das wäre es gut. Ne? Aber da ja noch 2 gleich Ballen pressen, das ist schon ungünstig. So schwer durch den Reifen. Ja, scharf bringt nichts. Gut, das nächste Mal wird Bescheid. Aber gut. In Erfahrung reicher sind wir jetzt wieder. Beim Wenden dermaßen, naja, scharf ist immer blöd. Bei rund oder weich, dann ist das nicht ganz so dramatisch. Da fährt dann die Kurve rund und weniger extrem. Was ich auch nicht verstanden habe, ist, dass die anderen Felder einfach nicht reifer werden. Oder ob das bei gelb bleibt, der Gras, das weiß ich jetzt nicht. Ja, die wollte ich auch mitnehmen. Muss ich mitnehmen. Das nächste Mal. Man gerade nicht aussehen müssen, ist ja auch blöd, ne? Ja gut, dann ist das so. Dann werden wir da bald auf. Doch 6 Tage machen, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Schon wieder durchdrehende Reifen? Warum gerade der eine? Kann doch nicht sein. Also ein Reifen da ist ja dann wohl ein. Ja. Baum. Denk mal, einer ist immer dabei.
ist doch richtig eingestellt. Feldmodus. Das ist so ein hohen Wenderadius. Oder kommt er nicht klar mit Crossplay, weil er beide fährt? F1. Helfer. Lenkung. Lenkung. Modus. Streng Z. Es könnte natürlich sein, dass Crossplay mit diesem Programm nicht klarkommt. Mit diesem Lenksystem nicht klarkommt. Das kann natürlich sein. Behalte meine Jungen mal in Aufsicht. Aber viel Gras gibt es da nicht, ne? Wieder Allrad, aber sich umgestellt. Wollte denn gar nichts zu sagen? Ja. Oder muss ich doch Vorgewende einmal mehr machen? Aber bei scharf ist die erste Reihe so blöd. Doch nur lenken. Will er voll rein. Das ist nicht lustig. Muss ich die nächste Wiese mit ein. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Wir schauen morgen weiter, wie es geht. Ob wir genug Ballen zusammenkriegen. Das sagt mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.